Ah, ich bin ja also Elisabeth und du hast so viel Punkte erreicht, ist das nicht geil? Good morning everybody! Es geht weiter mit... Rampage World Tour, wo wir wieder sinnlos irgendwelche Häuser zerstören. Ja, es geht mal wieder weiter. War ja klar, der Panzer und uns gleich wieder, weil er nichts Besseres zu tun hat. Und deswegen, ah ne, das war kein Panzer, das war irgendwas anderes Beschissenes. Ja, es geht mal wieder weiter, wundert euch nicht, warum ich vielleicht ein bisschen weniger Leben wie im letzten Part hatte. Das lag einfach daran, dass ich aufgenommen hatte, aber der Sound war zu laut, deswegen musste ich mal von neu bis hierhin spielen. War natürlich wieder affengeil, aber ist ja auch scheißegal, für euch spielt das ja keine Rolle. Und wir werden jetzt einfach mal ein paar Leute wieder fressen gehen, weil es ja so viel Spaß macht. Oh, ein Boot. Zerstören. Menschen essen, das macht mir so viel Spaß. Und eine alte Oma, genau. Dich essen wir gleich mal. Wir sind hier in Amsterdam. Haha. Da war wieder einer auf Toilette. War gerade wohl wieder am Kacken. So wie es die schönen Menschen natürlich machen. Ne? Also ich meinte mit natürlich, sondern... Ihr wisst schon, welches natürlich ist. Ich meine nicht, dass natürlich... Mama! Simon hat ins Bett gekackt. Nein, habe ich gar nicht. Natürlich hast du. Das natürlich meinte ich nicht. Ich meinte das natürliche Natur. Genau das meinte ich. Das meinte ich. Und nein, ich habe nicht ins Bett gekackt. So, jetzt werden wir erstmal so ein Hochhaus zerstören. Schießt mich ab, Leute vom Bund. Macht mir nichts aus, ne? So. Ja, jetzt fliegen ja auch schon Jets lang. Dreht noch mehr ab. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt bis Level 100 schaffe. Es gibt übrigens 100 Levels. Habe ich laut Internet rausgekriegt. Und das sah mir irgendwie nicht aus wie Amsterdam. Ich war schon mal auf Amsterdam Abschlussfahrt, aber so sah mir das jetzt irgendwie nicht aus. Muss ich irgendwie sagen, aber naja. Tag 7. Das Englische lese ich einfach nicht mehr vor, weil viele oder sehr viele mich immer anmeckern. Wer ist ein Englischlehrer und lernt mal Englisch und sowas? Und nö, deswegen rede ich jetzt aber kein Englisch mehr. Ihr habt es geschafft. Normalerweise, mache ich mir da nichts draus, rede normal weiter Englisch. Aber wenn sich Leute nur, nur drüber lustig machen, dann macht das auch keinen Spaß mehr. Oh, da gibt's was zu essen. Denn ich meine, ich drehe ja die Videos hauptsächlich nur, damit ich euch zum Lachen bringen kann, euch unterhalten kann und, naja, dann immer wieder, ne, ihr darauf anschreibt, dein Englisch ist scheiße. Macht das auch irgendwann keine Lust mehr. Ich weiß, dass mein Englisch nicht das Beste ist, aber gut. Der eine kann es halt besser, der andere kann es halt nicht so gut. Ich meine, wo ist das Problem? Ihr könnt doch auch nicht hier gleich, ich sag mal, ihr spielt, nee, ihr spielt nicht, das ist ein schlechtes Beispiel. Ich sag mal, ihr geht in die erste Klasse und da wird doch auch nicht von euch gleich verlangt, dass ihr mit Sinus und Cosinus arbeitet. Ja, das ist... Natürlich, genau dasselbe Beispiel. Also, manche können es halt schon. Manche können es halt noch nicht. Manche können es halt schwach, was weiß ich. Ne, da gibt halt alles. Au, 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 au. Das müssen wir einsammeln, das da unten, das da blinkt. Wenn wir das einsammeln, dann verwandeln wir uns. Ah, guckt mal, was wir sind, Leute. Geil, oder? Krank, also, der ist übelst stark und damit, mit dem können wir einfach rumfliegen. Und alles niedermetzeln. Alles einfach kaputt machen. Kommt zwar nicht so oft vor, das Ding, aber nun gut, ne? So ist das Leben. So. Nächste Map. Map heißt Karte. Danger. Ich esse jetzt mal ein... Ne, dann können... Manche Sachen können wir leider nicht essen. Finde ich schade. Ich hätte ziemlich gern Sofa gegessen. Na, dann haben wir dafür
können wir ja Menschen essen. Ein Leibgericht. Mache ich natürlich auch immer im Real Life, also ich habe da so eine ganze Schlachterei und Gefriertruhen voller Menschen und am besten mag ich so etwas, wo mehr dran ist bei den Menschen, weil da kannst du ja förmlich dann das ganze Fett so raussaugen. Okay, das war jetzt eklig, aber vergiss, was ich gesagt habe. Ich habe da echte so eine Menschenfarm, die ich dann auch verkaufe für so Schnapspreise für einen 100er oder so. Zerstückelt, aber auch nicht zerstückelt und dann köstlich zubereitet. Ein bisschen gesalzen. Ein bisschen so Gewürze dran gemacht, damit es auch schön lecker ist und es garen lassen. Ich frage mich, wie oft ich eigentlich Continue machen kann. Ich weiß nicht, ob ich das über das ganze Spiel lang machen kann. Würde mich mal interessieren. So. Bäm. Oh, ein Dollarschein. Nein, das habe ich schon. Alter, kannst du mal mit deinem Scheiß Jet weggehen? Ganz ehrlich. So, okay. Das denke ich mir auch manchmal. Hallo, was stehst du da? Kannst du dich nicht mal anziehen? Meine Güte. Diese Frauen, ne? Nein. Frauen sind cool. Oh, das Weiße Haus. Bäm. Weiße Haus wird zerstört. Panzer! Willst du mich am Ohr schlecken? Geh mal weg, du behindertes Scheißding. Oh, danke. Ein Eisverkäufer. War da gerade ein Eisfachverkäufer? Ihr wisst schon, was ich meine. Kein Eisfach, wo man was reinlegen kann, sondern ein, der darauf spezialisiert ist. So wie ein, nee, Fleischfachverkäufer. Seht ihr? Nicht Eisfach, sondern Eisfachverkäufer. Ah, ist auch egal. Gib mir Eis. Lecker. Und dich fresse ich dann gleich dazu. Ne? Yeah. So, erstmal alle Leute, die im Haus stehen, schön runterschmeißen. Nein, ich habe die Zigarette weggenommen. Das geht doch nicht. Okay. Aber für die PlayStation 1 Verhältnisse war die schon ganz schön gut animiert worden, finde ich. Ja, doch schon. Gut gescriptet. Day Z, Day 10. Day Z. Habe ich noch nie gespielt, das Spiel, aber... Verdammt. Wie komme ich auf Day Z? Oder Day Z? Yeah. Was übrigens nicht von mir so let's played wird, also... Tut mir leid. Das Spiel ist nicht so meins. Auch wenn es ganz cool ist, ne? Gell? Aber... Ne. Ich habe genügend Projekte. Sag ich einfach mal so. Geht mal weg mit euren scheiß Penissen. Ja, komm. Schießen wir mir eine mit einem Flammenwerfer noch in den Rücken. Ich würde gerne mal wissen, zu welcher Zeit das sich das abspielt. Denn die Häuser sehen eigentlich recht alt aus, ja. Aber die Sachen sind doch schon ein bisschen neuer. Aber die gibt es zu dieser Zeit auch schon. Ne? Oh, da waren gerade Mafia. Die Mafia war da gerade. Und ich habe einen Stromschlag bekommen. Warum auch immer. Wahrscheinlich hat mich Gott irgendwie angegriffen und so. So, hier. Ich hoffe, ich zu verbrennen, du Elender. Hier ein verbrannter Gulasch-Schinken. So, bäm. Ah, nee, das ist eine Wolke. Wieso schwebt da eine Wolke um? Ein Roboter, willst du mich verarschen? Was kommt denn hier? Alter. Alter, meine Güte. Das Spiel wird immer abgedrehter. Ich tritt das jetzt einfach. Willst du mich eigentlich verarschen, du Scheißding? So, jetzt aber. So. Der Sound spackt jetzt ein bisschen, weil ich gerade gespeichert habe. So. Bam, 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 bam. Zerstört. Nein, continue. Zack.
Destroy Tutorelli. Nee, Tutorelli. Genau, Tutorelli. Oh, ich bin die geile Elisabeth. Und diesmal wackel ich mit meinen Beinen. Day 10. Nice Monsters, finish last. Und ich habe schon Englisch gesprochen. Oh nein, jetzt tötet mich bitte. So, das weiße Haus. Bam. Wir nähern uns langsam den weißen Haus. Da steht so eine komische Frau, die total nicht schickimicki ist. Au, 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 au. Nein, ich will zuerst. Schade, ich dachte, ich kann die Pommes in die Hamburger essen. Kaffee. Oh. Geht mal alle weg, die Kaffee verkaufen. Bei dem Spiel kann man sich gut abreagieren, finde ich. Bäm, ihr scheiß Wichser. Ihr verkauft Kaffee. Oh, da kriegt einer auf den Boden rum. Und da ist eine Frau aus dem Haus rausgesprungen. Die wollen wir einfach mal essen. Wie alles hier. Da war gerade ein Pferd im Haus drin. Willst du mich verkackeiern? So. Hochklettern. Bäm. Na, kommt raus. Kommt raus aus eurem Haus. Ihr kleine Laus. Nein. Achso, da können wir weitergehen. Die hüpft. Wo sind wir hier? Hör mal. Bäm. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht gegenfassen. Ich wollte das Haus zerstören. Geh weg, du Scheiß. Das ist den Jet. Bäm. Einfach alles. War da gerade ein Triforce? Oder war das ein radioaktives Zeichen? So ein Ding. Ja, ne? Loading Duck. Laden der Ente. Willst du mich irgendwo ver... Ah, ne, Zigarre. Yeah, erstmal eine Runde puffen. Wer von euch raucht denn eigentlich? Würde mich mal interessieren. Und wie alt seid ihr? Ich rauche nicht, falls ihr mich fragt. Oh, jetzt habe ich mich geteleportiert. Wie cool. Ich rauche nicht, weil ich Rauchen doof finde. Rauchen verkürzt euer Leben mindestens, wenn ihr euer ganzes Leben lang raucht, fast um 10 Jahre. Also, das ist schon fett. Ja gut, ich verabschiede mich hier erstmal bei Tag 10 und wir sehen uns einfach im nächsten Part wieder. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss.